Wie lange bist du schon mit deinem Verlobten zusammen? Hast du Tipps, wie man ein Buch schreibt? Wie bist du vorgegangen? Verstehst du dich gut mit Patricks Familie und besteht noch Kontakt zu Milans Familie? Wenn ihr Bock habt auf alle Fragen, die ihr mir gestellt habt, bezüglich meines Privatlebens und meines Berufes oder meiner Zukunft, dann bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem nächsten Video. Ihr habt es euch gewünscht und es ist auch verständlich. Es hat sich in letzter Zeit total viel getan in meinem Privatleben, im Beruflichen. Und ihr habt ja auf Instagram auch mitbekommen, dass ich nicht so viel erzählt habe über mein Privatleben die letzten 9 Monate. Deswegen hat sich das alles angestaut, nachdem ich meinen neuen Partner geleakt habe. Also ich weiß, ihr hattet viele Fragen, deswegen dachte ich, machen wir daraus direkt ein Video, ein Q&A, nicht nur auf Instagram, wo das dann irgendwann weg ist, sondern hier auf YouTube, wo wir immer mal wieder darauf hinweisen können, wenn jemand das noch nicht gesehen hat und Fragen an mich hat. Also, wenn ihr Bock habt auf alle Fragen, die ihr mir gestellt habt, bezüglich meines Privatlebens und meines Berufes oder meiner Zukunft, dann bleibt dran. Entschuldigung, huste dir ins Ohr. Oh Gott. Und zwar kam die erste Frage von LoneFighter94. Hast du in diesem Jahr neue Ziele vorgenommen? Also generell ist es so, seitdem ich ja einmal schwer krank war, dass ich immer nicht mir wirklich, also dass ich mir keine wirklichen Ziele setze in der Zukunft. Ich lebe eher so immer innerhalb der nächsten 3 Monate. Klar hat man Vorstellungen irgendwie, aber ich bin ja realistisch, es kann ja immer was passieren und immer was vorkommen. Deswegen ist tatsächlich mein einziges Ziel immer nur irgendwie gesund zu bleiben. Ja, also ich bin ja leicht hypochondrisch veranlagt, aber das ist ja auch was zurückzuführen. Ich habe ja meine Gründe, warum das so ist und deswegen ist das eigentlich immer mein oberstes Gebot, gesund zu bleiben. Das berufliche Ziel, was so ja jetzt gerade ansteht, ist die Veröffentlichung meines Buches. Ich möchte, dass das Buch wirklich bei den Frauen ankommen, wo es gebraucht wird. Das ist mein Ziel. Deswegen will ich, dass das so bekannt wie möglich ist, denn ich hoffe damit, ich kann Frauen helfen. Das ist auch mein Ziel. Da hoffe ich auf meinem neuen Team, die mir helfen werden, das so bekannt wie möglich zu machen. Das ist so eigentlich mein Ziel. Die nächste Frage ist von SandraLita93. Ist es okay, wenn er sich 2 bis 3 Tage nicht meldet und auf nichts reagiert, weil er zockt oder lernt? Weiß ich jetzt nicht. Also der schläft doch, der geht doch ins Bett, der macht sich doch fertig fürs Bett, der steht doch auf, der isst doch was. Kann er dann sich nicht zwischendurch bei dir melden? Ich würde direkt sagen, Maradjo, schwenkt der Hut, da ist der Balkon runter da mit dir. Ja, also das ist nicht okay und der behandelt dich wie Scheiße. Und mein Motto ist ja, gib dich nicht mit Scheiße zufrieden und jemand hat immer Zeit, sich zu melden. Mein erster Gedanke ist, wenn ich das so lese, dass er einfach nicht genügend Bock auf dich hat. Muss man realistisch sein und die Koffer packen, glaube ich. Die nächste Frage ist mein momentaner Lieblingsduft, gestellt von XYCHBLX. Der ist immer noch von Tom Ford, der schwarz-goldene. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Habe ich aber schon öfters mal auf Instagram gezeigt und auch hier auf YouTube. Aber ich benutze noch ein paar Düfte von Jo Malone. Aber ich lege mich da gerade im Moment nicht wirklich fest. Die nächste Frage ist von Franziska. Sie fragt, ob und wie mein Buch denn aussieht und ob ich es schon in den Händen halten kann. Ja, das habe ich letztens auf Instagram schon gezeigt. Ich hatte die Post bekommen und hatte den Briefumschlag geöffnet bzw. das Paket und habe es in meinen Stories gezeigt und konnte es halt selber auch gar nicht glauben. Auch gestern nicht, als ich selber 7, 8 Blogger-Pakete gepackt habe, dass ich das eigene Buch tatsächlich in den Händen halten kann. Für mich ist es immer noch skurril und unvorstellbar. Es fühlt sich heftig an, weil hätte man mir vor Jahren gesagt, dass ich mal ein Buch schreibe, hätte ich einen Vogel gezeigt, weil ich war eigentlich diejenige, die von anderen Büchern gesuchtet hat zum Thema Selbstliebe, Depressionen, Männer, Liebeskummer, also alle Frauenprobleme. Deswegen ist das
Ja, umso krasser. Und ich habe euch ja auch generell schon mal vorgelesen aus dem Buch. Das war die Einleitung, die komplett auch über 3-4 Seiten geht. Das Video verlinke ich euch nochmal unten in der Infobox und schrecklich oder blende ich euch hier ein. Denn ich verstehe übrigens, na, wenn ihr das vorbestellen wollt, dass ihr nicht die Katze im Sack kaufen wollt. Deswegen habe ich schon mal kräftig draus vorgelesen. Da könnt ihr das auf jeden Fall nochmal nachhören. Und ja, ihr könnt das jetzt schon überall vorbestellen. Amazon, Hugendubel, Thalia und letztendlich am 29.01. in der Buchhandlung selber, in eurer Buchhandlung in Deutschland, Österreich und Schweiz, soweit ich weiß. Auf jeden Fall Deutschland, Österreich. Ja, so sieht es auf jeden Fall aus und I'm happy. Die nächste Frage war von Isabel, always just in time. Du hast ja so viel erreicht in den letzten Jahren. Was sind deine Ziele für die Zukunft? Ja, das habe ich ja eben beantwortet. Mein Buch so breit wie möglich zu verteilen, also zu bewerben und damit hoffentlich vielen jungen Mädchen, älteren Damen, mittleren Damen, egal welchem Alter, erreichen zu können, helfen zu können. Dann Happy 031987 fragt, verstehst du dich gut mit Patricks Familie und besteht noch Kontakt zu Milans Familie? Ja, das ist eine gute Frage. Also bei Patrick war das so, dass von Anfang an die Familie, also die Eltern vor allem, keine Vorurteile hatten, keine komischen Fragen gestellt haben, nicht irgendwie so, wer ist sie denn oder so, gar nicht. Ich war selber so überrascht, dass es noch solche Menschen gibt. Und die Mutter hat auch geweint, als sie erfahren hat, dass der Patrick mir einen Heiratsantrag machen möchte. Und hat auch dann geweint, als wir sie angerufen haben gemeinsam, als er den Antrag gemacht hatte. Dann hat sie gesagt, oh mein Gott, habe ich jetzt eine neue Tochter in der Familie? Also sie hat dann geweint am Telefon. Das war so herzlich. Oh mein Gott, ich dachte, sowas gibt's gar nicht mehr. Und deswegen, ich verstand mich von Anfang an mit denen gut, weil die einfach ohne Vorurteile rangegangen sind und einfach mich auch von Social Media gar nicht kannten oder kennen. Somit konnten die auch nicht wirklich Vorurteile haben. Und das war einfach geil. Also das war einfach genial. Und deswegen würde ich umso mehr jetzt für sie tun, weil sie für mich schon sehr viel tun, indem sie einfach da sind und sich ihr eigenes Bild machen. Mit Milans Eltern, also Familie, habe ich noch groben Kontakt, aber ich muss es langsam ein bisschen trennen, aus Respekt vor meinem neuen Partner und aus Respekt vor unserer Beziehung. Nichtsdestotrotz gehören sie immer noch irgendwie ein Stück weit zu mir und deswegen würde ich ja nie den Kontakt ganz abbrechen. Vor allem meine Hunde lieben die und immer wenn sie die Hunde wollen würden, würde ich ihnen die geben. Nächste Frage von It's X Juli. Nimmst du uns bei der Hochzeitsplanung mit? Ich muss auch kurz vorweg sagen, für alle die, die kein Instagram haben, ich bin mittlerweile verlobt. Das habe ich jetzt gerade eben schon gesagt, dass ich einen Antrag von meinem aktuellen Partner bekommen habe. Und ich trage den Ring rechts, falls Fragen kommen und noch einen davor, weil das ist noch nicht meine passende Größe. Und da das ein Einzelstück ist, konnten wir den jetzt nicht kleiner machen lassen. Der wird gerade komplett neu produziert. Und dann trage ich ihn links mit der richtigen Größe, sonst würde ich ihn links tragen. Und ja, wenn ihr das wollt, dass ich euch bei der Hochzeitsplanung mitnehme und euch mit wirklich daran teilhaben lasse, dann schreibt mir das gerne bitte unten in die Kommentare. Ich dachte eher nein, aber wenn ihr das wollt, dann tue ich das natürlich. Ich habe natürlich Bock drauf, aber ich dachte vielleicht, das würde einige nicht interessieren. Also schreibt es gerne unten in die Kommentare, ob ihr das wollt oder nicht. Ich würde mich tatsächlich da nach euch richten. Falls die Frage kommt, wann wir es geplant haben, wir haben es nächstes Jahr im Frühjahr standesamtlich geplant und im Sommer nicht kirchlich, sondern wir werden im Ausland und dann nochmal trauen lassen am Wasser. Die nächste Frage kommt von Angelina. D-I-N-I-C-U. Zum Beispiel, die Eltern von dem Partner können dich nicht leiden und wollen dich nicht akzeptieren, was man tun sollte. Das war so, bestes Beispiel, die Eltern von Milan haben mich am Anfang damals nicht akzeptiert, beziehungsweise die kannten mich ja auch nicht. War ein Stück weit Milans Fehler, die Kommunikation nicht so zu machen, dass sie mich kennenlernen konnten. Ich habe falsch gedacht von ihnen, sie haben von mir falsch gedacht, weil Milan nicht vermittelt hat und ich wollte mich da nicht reindrängen. Somit hatten wir die ersten anderthalb Jahre keinen Kontakt und
habe denen einfach Zeit gegeben. Also ich würde raten, immer Zeit zu geben und würde gar nicht nach Aufmerksamkeit oder nach Verständnis bitten und betteln, weil wer sind wir denn, dass wir irgendjemandem was beweisen müssen? Ja? Also deswegen würde ich immer mich zurücklehnen und mehr als Liebe geben, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit dem Partner gegenüber könnt ihr nicht tun. Und früher oder später werden das die Eltern auch akzeptieren, verstehen und respektieren. Das ist die Kurzversion. Aber zu diesen Themen habe ich übrigens einen Podcast seit ungefähr seit einem Monat. Da sind schon viele Folgen online. Der Podcast heißt so, wie ich heiße und noch zusätzlich Plan B. Den könnt ihr überall anhören. iTunes, also Apple, Spotify, Anchor. Also eigentlich überall ist der zu hören. Da habe ich all diese Themen, auch toxische Freundschaften und so, nochmal ausführlich erklärt und meine Meinung geäußert. Die nächste Frage kommt von Marlene Strobel. Hast du Tipps, wie man ein Buch schreibt? Wie bist du vorgegangen? Also ich habe das ja gar nicht studiert. Ja? Also Literatur oder Germanistik oder irgendwie anders habe ich nicht studiert. Ich habe einfach meinem Herz freien Lauf gelassen, habe einfach erzählt, das, was ich zu erzählen hatte zu dem Thema Ex-Freund, Liebeskummer, Depressionen, Erfahrung, habe einfach begonnen, aber habe darüber nachgedacht, okay, woher könnte das alles kommen? Ja, meine ganzen Erfahrungen. Also ich habe dann angefangen, einfach jemanden die Geschichte erzählen zu wollen. Wer war ich früher? Wer bin ich heute? Um daraus einen Schluss, also ein Fazit zu ziehen. Warum habe ich denn all diese Erfahrungen gemacht? Damit der Leser auch versteht, wer war ich? Wer bin ich? Ich kann es nicht so erklären. Also damit man ein rundes Bild von mir bekommt. Und ich habe auch tatsächlich im Schreibprozess selber viel nochmal selber über mich gelernt und habe einfach von vorne angefangen mit dem ersten Freund. Und den hatte ich mit 14. Nein, keinen richtigen Freund, wo dann auch man intim wurde, aber so diese Jugendlieben, ja. Und habe darüber angefangen zu schreiben und habe einfach mir keinen Gedanken gemacht, ob das jetzt richtig grammatikalisch ist oder so oder falsch. Habe mein Manuskript dann an meinem Wunschverlag geschickt. Das war definitiv Fischer Verlag. Und die haben sich innerhalb 24 Stunden gemeldet. Hätte ich niemals in meinem Leben erträumen lassen, dass direkt der Fischer Verlag, das ist ja mit der bekannteste und berühmteste und größte Verlag weltweit, ja, geil, I don't know. Da kommen übelste Schriftsteller her, wie Thomas Mann, den ich auch lese. Und es ist ja Buddenbrooks und sowas, ist ja Wahnsinn. Und ja, und die haben Gefallen an meinem Manuskript direkt gefunden. Von Anfang an waren sie Feuer und Flamme. Und dann habe ich das natürlich, haben die das lektoriert und wir haben nochmal besprochen, das Ganze gesetzt. Und eigentlich haben sie nicht so viel da mir reingeredet, weil das Buch sollte ich sein. Also mein Charme oder meine Redeart, die ist ja speziell, ob sie richtig und falsch ist, das ist ja egal, sondern sie ist speziell, weiß ich selber. Und das wollten sie, dass das auch drin ist. Und das finde ich mega. Deswegen, es ist zwar lektoriert, klar, mehrmals, aber trotzdem ist es immer noch ich und das ist gut. Und ja, und das war's letztendlich. Also einfach mal machen, anfangen und dann Verlage schicken und dann gucken, was bei rumkommt. So würde ich vorgehen. Die nächste Frage von Dan Nym, also mit YM. Welche Eigenschaft magst du an dir am wenigsten? Welche Eigenschaft? Dass ich immer noch nicht fleißig genug bin. Ich glaube, ich könnte noch fleißiger sein. Dann könnte ich noch viel, viel mehr machen. Das nervt mich manchmal an mir selber, dass ich nicht so... Also, es könnte mehr gehen und weiß dann selbst, boah, Yvonne, ey, heute warst du wieder faul oder du kriegst wenig auf die Kette oder keine Ahnung was. Es ist jetzt nicht schlimm oder so, ganz im Gegenteil, aber für mich noch, ja, ich könnte noch mehr machen, noch mehr tun und noch mehr leisten und das nervt mich manchmal schon sehr, ja. Die letzte Frage ist von Liliana Christine, weil sonst wird das Video zu lange, Freunde. Ich werde nochmal einen zweiten Teil machen, keine Sorge, demnächst. Wie lange bist du schon mit deinem Verlobten zusammen? Also, das war ja so. Da kommen wir jetzt zum Point des Videos, was ihr wissen wollt. Wie kam das? Deswegen, wie lange ich mit ihm zusammen bin, das kann ich nicht so sagen, weil es war ein schleichender Prozess. Wir haben auch nie darüber gesprochen, sind wir jetzt zusammen, ja oder nein? Oder ab jetzt sind wir zusammen. Sondern das war so, dass ich ihn kennengelernt habe und noch gar nicht bereit war für was Neues und nicht wollte.
und ich ihm dann Freundschaft angeboten habe und das alles für uns in Ordnung war. Aus Freundschaft wurde wirklich mehr sowas wie vertrauter. Ich hab gemerkt, ich kann ihm vertrauen. Habe ihn natürlich auch mehrmals getestet vorher und konnte ihm vertrauen, aber habe ihm immer wieder gesagt, so, aber ich kann dir mein Herz nicht geben, weil ich habe gemerkt, er wollte dann irgendwann mehr. Und habe gesagt, ich kann dir aber mein Herz nicht geben, das ist noch nicht frei, weil es war immer noch, hing immer noch so ein bisschen in Milans Geschichte und in dem Ganzen. Und er hatte einfach Geduld und hat gewartet und hat gesagt, ich habe Geduld, ich warte. Und es war es ihm anscheinend sehr wert. Ja, das beeindruckt mich immer noch und deswegen bin ich mir sicher, dass er es ist, ja, endgültig, weil er hat insgesamt 9 Monate gewartet. Ja, also wir waren nie wirklich fest zusammen, sondern wir waren einfach da. Er war einfach da. Wenn ich nicht wollte, habe ich gesagt, okay, ich brauche meine Zeit wieder für mich. Und er war einfach da und hat einfach das verstanden und akzeptiert, weil ich aber auch ehrlich zu ihm war. Ja, ich habe ihm von Anfang an gesagt, so sind meine Gefühle, so sieht mein Innerstes aus. Ich kann dir das nicht geben, aber ich kann dir das geben. Und ich habe ihm von Anfang an immer über meine Gefühle berichtet. Und das, glaube ich, hat ihm auch gefallen, also imponiert, weil ich habe ihm die Wahrheit gesagt, einfach, wie es war. Und das habe ich einfach gemerkt. Und wenn ich einmal ein Glas Rotwein zu viel hatte, habe ich wieder über meine Gefühle erzählt, von Milan, immer von Milan. Und es hat ihm nie was ausgemacht, sondern er hat immer geduldig zugehört und hat auch immer pro gesprochen, ja, er hat auch noch nie so negativ gegen Milan gesprochen oder, sondern einfach wie ein Freund und das hat sich dann über 9 Monate entwickelt, also es gab nicht, dass man sagt, dann waren wir zusammen, ja, so ist das, aus Freundschaft wurde Vertrauter, aus Vertrauter wurde halt wirklich ein Partner und das ist das Gute daran. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat mein Q&A gefallen und es wurden einige Fragen beantwortet, ich weiß wahrscheinlich nicht alle, aber ein paar sind noch beantwortet auf Instagram, auf dem Profil _Yvonne_. Da habe ich 2, 3 Posts verfasst zu meiner Beziehung. Ich weiß, es interessiert einige, aber lasst uns auch ein bisschen Privatsphäre, das wäre schön. Aber ich werde Step by Step alles noch beantworten. Ja. Ja, ansonsten hoffe ich, hat euch heute das Video gefallen. Dann freue ich mich über eine positive Bewertung. Abonniert meinen Kanal, es ist kostenlos. Und damit unterstützt ihr auch mich. Dann weiß ich, euch gefällt es und produziere fleißig weiter. Ja, ansonsten habe ich euch lieb, bleibt gesund und dann hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen.